Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Project 7. Und ja, in der letzten Folge waren wir ein bisschen in der Höhle gewesen, haben schön Eisen und Kohle gefarmt. Haben wir noch mehr Eisen, super. Brauchen 36 für einen Eisengolem. Weil ich würde gerne einen Eisengolem zu meiner Farm dann stellen, wenn die dann fertig wird. Hallo, Zone aus dem Schnitt. Und wir gucken uns doch mal die 1-2 an. Es gibt neue Mobs, der Iron Golem und Ocelots and Cats. Da wisst ihr schon mal, was ich wahrscheinlich machen werde. Es gibt neue Blöcke. Redstone-Lampe, Dschungellock, Dschungelleaf. Also alles Dschungelmäßige. Das Dschungel-Update kam dazu. Das ganze Holz kann jetzt zu eigenen Planks gebaut werden. Also es gibt nicht nur noch Wooden Planks, sondern Spruce Planks, Birch Planks. Dann gibt es Sandsteine, beziehungsweise gekatteter Sandstein. Und im Endeffekt hier auch nochmal. Dann haben wir neue Items. Die Feuerkugel, Bottle of Enchanting, das Spawn Egg von dem Ocelot. Dann gibt es neue Biome, natürlich der Dschungel. Da auch die Strukturen, der Dschungelbaum und der Brunnen für den Desert. Das war es an sich schon. Kamen jetzt auch noch so ein bisschen Drachen dazu, ne, die noch nicht drin waren. Aber ich glaube, die sehen immer noch komplett scheiße aus, wenn man die jetzt anwählt. Nein! Ah, sie haben es abgeändert. Okay, in der Version haben sie die Sprache abgeändert. In der 1.1 haben sie ja die Sprache, war das so ein bisschen verzerrt gewesen. Also es ist viel, viel, viel dazu gekommen. In der 1.1 waren das ja nicht mehr ganz so viel. Jetzt können wir tatsächlich einen Dschungel finden. Und es gibt halt einiges an Ressourcen, die noch dazugekommen sind. Beziehungsweise eine Katze, die wir uns holen können. Das heißt, das würde ich auch gerne noch in der 1.2 irgendwie versuchen zu bekommen. Eine Katze. Natürlich steht unser Farminghaus an, damit unsere Kühe uns nicht mehr abnerven. Die Sounds haben sie leider nicht geändert. Die sind immer noch so grottig. Oder andere würden ja jetzt sagen, nostalgisch. Also ich würde erstmal sagen, wir versuchen mal die Farm erstmal so weit fertig zu bauen. Die Frage ist, das muss ich gleich nochmal gucken, ob jetzt Treppenstufen drehbar sind. Aber es war nicht im Log drin. Also denke ich mal, dass es auch noch nicht geht. Deck 22 sollte erstmal reichen. Kann man jetzt Stufen oder Treppen schon anders bauen? Ich glaube nicht, wenn es nicht im Log stand. Nee, tatsächlich geht das nicht. Leider nicht. Dann haben die Logs, sagen sowohl die Wahrheit. Leider. Ah, okay. Das ist jetzt zum Beispiel sowas kleines Buggy-mäßiges, was jetzt halt durch das Versionen-Hobbing passieren kann, dass die Türen einfach dann verkehrt sind, weil das war ja ganz anders hingestellt. Die war ja so aufgebaut, dass sie so aufging. Genau. Machen wir das Ganze nochmal miteinander und dann versuchen wir auf jeden Fall schon mal so zu bauen, dass wir die Kühe umziehen können. So. Dann machen wir, ich glaube, ich mache die Seiten aus Holz. Sind. Ich glaube, Eve, dass es von dem neuen her nicht reicht, weil ich müsste ja hier ja noch mit den Zäunen entlang gehen. Ich mal ein, weil kann ich ja gut gebrauchen. Genau, jetzt haben wir nämlich nur noch 4 und wir müssten eigentlich bis nach da drüben kommen. Oh, ich bin so froh, wenn die Kühe weg sind. Echt, ey. Ist ja unglaublich. Dann haben wir auf jeden Fall 2. Ja, das sollte doch lang.
dann können die Kühe eigentlich mal umziehen. Ich brauche auch noch für Tore, ne? Ich bräuchte hier und da hinten noch. Machen wir dann später. Es geht. Es geht doch! Es geht! Oh mein Gott! Mein Leben! Es ist erfüllt von Freude! Ich kann schön bauen! Oh mein Gott, ich kann schön bauen! Da, 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 da. Das ist nicht schön! Aber ich glaube, jetzt sieht das von außen ziemlich kahl aus, ne? Ja, das muss ich auf jeden Fall, wenn dann andersrum machen. Oh mein Gott. Mehr Freude hätte ein Update mir nicht geben können. Aber warum hat das dann vorhin nicht geklappt? Weil ich unten? Muss ich tatsächlich wirklich auf den anderen Block? Bin ich da? Ja. Also ich muss wirklich einen Block oben drüber. Einen Block oben drüber haben. Okay. Wird zwar schwieriger im Bauen sein an sich. Aber man kann halt jetzt Geiles was draus machen. Oh, und ein Klo. Wunderbar. Jetzt habe ich halt leider alles schon in Stufen abgeändert, aber... Ich kann ja die Stufen für was anderes verwenden. Außerdem reicht es, glaube ich, oder? So. Die Kuh und die Kühe machen mich so fertig. Immer nur am Rumschreien. So. Ja, weil zwar jetzt hat es ein bisschen Form. Man könnte unten jetzt auch noch Stufen machen, aber da müsste ich dann erstmal ein bisschen farmen gehen. So. So, hier kommt keine Kuh mehr raus. Hier kommt keine Kuh hin. Hier kommt keine Kuh hin. Hier. Nee. Wunderbar. Dann können wir eigentlich hier mal Fackeln hin. Hier auch ja keine Monsters gucken. Weil es wird jetzt auch gerade Nacht. Das heißt, sie kommen gleich alle raus. Wir müssen Hallo schreien. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen ausleuchten. Okay, jetzt ist noch ein bisschen in der Mitte ein bisschen dunkel, aber da kommt dann ja später der Golem rein. Beziehungsweise den können wir dann auch schon fast craften, dass der für uns aufpasst. Also wir waren heute sehr, sehr produktiv, muss man tatsächlicherweise sagen. Stöcke habe ich keine mehr, ne? Nee. Und dann müssen wir auch gleich mal gucken, da so ein bisschen Visual-Bang. Oh, dann können wir auf jeden Fall das erste Tor oder die ersten Tor. Warum brennst du nicht? Oh mein Gott. Hinten ist auch schon wieder ein Creeper unterwegs. Aha, und wir haben schon eine Kuh gefangen. Creeper, komm her. Ich zerfetz dich. Schön weg von meinem Haus. Und wir haben Pulver. Daraus können wir ja jetzt Feuerwerk machen. Unsere Kühe können jetzt umziehen. Dafür nehmen wir Weizen in die Hand. Das können wir ja mal wieder alles wegräumen. So, kommt mal mit, ihr beiden. Es ist zwar noch nicht 100% fertig. Aber es ist schon mal halbwegs fertig. Ich stelle euch auch gleich noch einen Golem rein, dass der auf euch aufpasst. Aber willkommen zu eurer neuen Farm. So, und wenn ich jetzt in mein Haus gehen will... Hört man euch nicht mehr so laut schreien. Oh, ist das angenehm. Oh. Den Golem brauchen wir nämlich den Kürbis. Der hier ist. Und wir bräuchten das Eisen. Eisen habe ich gar nicht. Wollen wir das dann überhaupt machen? Ja, komm on. Ich habe jetzt gesagt, wir machen das. Ich glaube, es müssten vier sein. Gehen wir hier rein. So, Kühe. Und euer Eisen-Golem ist hier und passt auf euch auf.
neu dazugekommen in der 1-2. Also freut euch. Ja. Nee. Ihr schafft es nicht, auf euch selbst aufzupassen. Nein, schafft ihr nicht. Das muss der Golem machen. Das sind ziemlich arrogante Kühe. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir angeln noch mal ein bisschen. Und dann ist auch schon fast die Folge rum. Genau. Ja, Dach und so und Innere machen wir dann später. Aber die Kühe sind fürs Erste erstmal geschützt. Die werden ja auch nicht einfach so angegriffen. Aber falls was auf der bei denen da sein sollte, wir haben ja jemanden, der das dann für uns macht. Ich weiß gerade gar nicht, was die Katzen immer wollen. Ob die Kabeljau oder was brauchen. Was ist denn das hier? Roher Fisch. Ach, es gab nur roher Fisch. Okay. Das heißt, wir müssen Ocelots mit rohem Fisch zähmen. Wird aber flott mit den Fischen. Hätte ich mal nichts gesagt. Wie weit zurück kann ich eigentlich laufen, bis es abbricht? Der Wessel. Ich würde schon so 10 Fische gerne haben. Mehr. Wenn das machbar wäre. Ah, dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir holen uns ein bisschen Holz, craften ein Boot und dann gucken wir, dass wir irgendwo Dschungel finden. Da das so ja wahrscheinlich ein neues Gebiet ist, könnten wir das doch recht schnell finden, oder? Komm, gib mir noch einen Fisch. 5 sind schon ganz wenig. Danke. Noch einen? Gibst du mir einen Fisch? Tja, ich brauche einen. Ich habe das Gefühl, je näher der ist, desto eher kommt was. Jetzt ist es wieder weiter weg. Ja. Die Fische sollten ja eigentlich lang. Komm, gib mir einen guten Fisch. Nee, er will mir tatsächlich keinen Fisch mehr geben. Gut, aber wir haben 7 Fische. Wir können uns so langsam auf den Dschungel vorbereiten, dass wir uns eine Katze holen können. Das heißt, wir bräuchten ein Boot. Machen wir gleich 2, weil wir kennen Sophie, die macht dann wieder Boot kaputt. Irgendwo müssen die auch noch die Cordis. Ja, die Cordis habe ich noch stehen. Heißt, wir nehmen ein bisschen Holz, ein bisschen Stein wieder mit. Einfach, dass wir was in der Tasche haben. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Pfeile können wir mitnehmen. Angel nehmen wir auf jeden Fall mit, falls die 7 Fische nicht reichen. Fleisch, meine Schwerter, Spitzhacken, eine Axt. Passt schon. So. Angel brauchen wir nicht unbedingt ausrüsten. Genau. Und dann gehen wir doch mal auf Katzensuche. Den Sonnenuntergang entgegen. Wollen wir dann nicht lieber schlafen gehen? Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Ganz langsam. Und das Ufer war ausgestiegen. Ach so. Rechte Maustaste, muss ich mir mal merken. Wenn es jetzt gleich untergeht, die unter. Ja, die geht eigentlich auch flott und. Gut, dann machen wir das einfach so, dass wir in der nächsten Folge in den Dschungel fahren. Dann machen wir Punkt zum Sonnenuntergang. Das Schlusswort. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, schaut auch auf jeden Fall die anderen Folgen an, wenn ihr das nicht schon getan habt. Oder auch andere Videos. Hier ist so ein bisschen was verlinkt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Sonne. Die letzten Strahlen den Himmel erhellen. Tschüssi!